Meteoriteneinschlag. Ja, das kann passieren, Leute. Es wird ziemlich sicher mal passieren in der Zukunft. Wann, das kann man nicht sagen. Ja, Servus erstmal, Leute. Ein Beispiel, was an Katastrophen passieren kann. Es können Aufstände, Ausschreitungen stattfinden. Und ja, es wird geschehen. Etwas wird mal geschehen. Dieses schöne Unser Video Planet zeigt. ist ziemlich rabiat. 2600 Mal am Tag bebt die Erde. Jede Woche bricht ein Vulkan aus. 80 Hurricanes toben sich jährlich an unseren Küsten aus. Und es wird wohl noch schlimmer werden. Ganz andere, unerwartete Attacken kommen hinzu. Unerträgliche Hitzewellen in Frankreich, tosende Wirbelstürme in Brasilien, Tsunamis im Indischen Ozean. Die Menschen bekommen es mit der Angst zu tun. Was wird als nächstes passieren und wo? Ja, Leute, um das geht es in diesem Video etwas. Ich habe Lust, darüber zu plaudern. Mit diesem Thema beschäftige ich mich recht gerne. Ich habe schon mal ein ähnliches Video über dieses Thema gemacht, wo ich meine Messer für den Bugout-Bag, für eine Ausnahmesituation, ja, wählen würde. Da will ich jetzt einfach mal ein Update wieder geben. Das zu meinen, und ich will ankündigen, dass ich ja bald ein Giveaway starten werde. Ja, denn ich habe 300 Abonnenten erreicht. Das freut mich riesig. Aber meine Freude gebe ich dann in meinem separaten Video dann nochmal wieder. Ja, dieses Thema eben, was es heute geht, das betrifft ja auch das Giveaway dann. Das wird dann das Thema, was ich von euch wissen will. Also aufpassen, Leute. Ja. Ich wollte einfach da jetzt zwei Videos machen, nicht alles in einem einzelnen Giveaway-Video verpacken. Ich finde es einfach interessanter, ja, angenehmer, das heute hier in einem separaten Video zu zeigen, was für Messer ich wählen würde. Ja, in einer Ausnahmesituation eben, was ihr vorhin gesehen habt, es kann schnell etwas passieren, ganz unerwartet. Man solchen sich Szenarien. In solchen Szenarien rechnet man einfach nicht. Ja, ihr habt es ja gesehen. Nochmal kurz ein paar Worte. Ja, was einfach passieren kann. Wie gesagt, einige Dinge hat man nicht in der Hand. Ja, sei es ein Asteroideneinschlag. Wer weiß das schon? Also keiner weiß das. Vielleicht wissen es ein paar. Wollen es aber nicht sagen, um keine Panik zu verbreiten. Also, aber ja, mit dem rechne ich persönlich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Da wäre schnell viel anders. Aber ja, kleines Beispiel: Es kommt ein Asteroid und man muss schnell Weg irgendwo hin, woanders hin auf der Erde zum Beispiel. Oder eben Aufstände, wo man woanders hin muss, weil man da nicht mehr einkaufen kann und nicht mehr leben kann in seiner Umgebung. Ja, zum Beispiel, oder Krieg logischerweise kann stattfinden. Es gibt viele Szenarien. Ja, klingt vielleicht für manche blöd, aber Außerirdische kommen, keine Ahnung. Ja, da will ich nicht näher drauf eingehen, aber kann auch alles passieren, und viele Naturkatastrophen eben natürlich, die werden teilweise ja wirklich heftiger. Sei es eben starke Hitzeperioden wie
Dieses Jahr, ja, ist schon ein klasse Sommer eben, aber wenn wirklich krasse Hitzewellen stattfinden, vielleicht muss man dann auch woanders hin, wo es alles erträglicher ist, zum Beispiel eben. Ja, wir leben ja zum Glück in Europa, da geht alles noch etwas milder zu bezüglich Klima. Im Vergleich zu anderen Ländern eben, wo Hurricanes, Tornados ja jedes Jahr wüten. Das ist bei uns zum Glück noch nicht so der Fall, aber es, wie gesagt, es kann ja einfach schnell etwas passieren. Man muss von zu Hause weg, sei es aus ja, ein paar Gründen, was ihr vorhin gesehen habt, was ich erwähnt habe. Ja, es muss vielleicht dann recht schnell gehen. Man muss leicht unterwegs sein, weil man vielleicht ab und zu sich schnell bewegen muss, etwas rennen muss, weil man es eilig hat. Man darf nicht zu viel mitnehmen. Man ja, muss eher mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Aber dann ein sehr wichtiger Ausrüstungsgegenstand sind natürlich dann Schneidwerkzeuge. Ja. Was für Schneidwerkzeuge würde ich da mitnehmen? Das will ich auch dann von euch im IFW dann gerne wissen. Ja, wie gesagt, man muss dann auch schnell wählen, aber dann klug wählen. Idealerweise natürlich, ja, dass man dann Schneidwerkzeugen alles Passende dabei hat, weil man kann dann vermutlich nicht schnell wieder was bestellen, was anderes kaufen an Schneidwerkzeugen, an Messern und so weiter eben. Ja, mit diesen Tools dann, ja, muss man dann eine lange Zeit, ja, man weiß eben nicht, wo dann zurechtkommen. Also, ja, und da habe ich jetzt mal wieder neu gewählt, habe ein paar neue Messer wieder bei mir seit meinem letzten Video. Okay, fange ich gleich beim Großen an. Viele kennen dieses Tool ja schon, die Kondor Eco Barang, ja, so ein Hauwerkzeug, so eine Machete muss dann bei mir auch mit, denn das Machete ist einfach ein sehr vielseitiges, sehr universelles Werkzeug. Wie gesagt, man weiß eben nicht, wo man dann landet, wo man hin muss, vielleicht wirklich in einem anderen Land. Man kommt dahin, mit seinen wenigen sieben Sachen. Ja, wenn es ums Überleben geht, was da ja dann irgendwie der Fall ist, dann fühle ich mich wesentlich wohler, wenn ich so eine Machete dann dabei habe. Denn mit so einem Teil kann man einfach sehr viel anfangen, sehr viel ausrichten. Nahezu kann man, wenn es nötig ist, ist das ein One-Option-Tool. Wenn es nötig sein sollte, kann man mit diesem Teil alles schneiden und so weiter. Ja, wofür man ein Schneidwerkzeug dann benötigt. Die Kondor Eco Barang ist einfach nur, ja, für mich das beste Haumesser überhaupt. Das universellste einfach. Mit dem Teil kann man, wie gesagt, wirklich sehr viel ausrichten. Jo. Machen wir bei den Fixed weiter. Mal kurz zum Zeigen nochmal. Ja, ich habe jetzt einfach alle Schneidwerkzeuge hier in diesem Sack hier reingepackt, mal die Schnelle. Vielleicht mache ich das in Zukunft überhaupt so. Wahrscheinlich schon, ja. Einfach alle meine Messer für so eine Überlebens Ausnahmesituation in einem Sack belassen, dann habe ich alles schnell beisammen, einfach den Sack schnappen und ab quasi. Ja. Was ich auch dann einfach mitnehme, ist ein Mora natürlich, denn das Klasse natürlich an so einem Mora ist, dass es super leicht ist. Das ist in so einer Situation dann natürlich sehr hilfreich.
Das ist ja auch ein Grund, warum die Moras so genial sind, weil sie so leicht sind, die Teile. Aber trotzdem extrem tauglich. Gibt ja kaum eine der besten feststehenden Messer sowieso. Klasse Worker, und das ist in so einer Situation natürlich dann das Wichtigste, dass die Teile taugen. Die sollen die Arbeit einfach machen, und da kann man sich auf so ein Mora auch ja voll verlassen. Ja, und dieses Mora 2000 mit dem Schwedenstahl, Stainless Steel, ja, super taugliches Teil, ziemlich nahezu rostfrei eben, was in so einer Situation auch sehr praktisch ist, da will man nicht lange seine Messer pflegen müssen. Die sollen einfach ihre Arbeit verrichten, und ja. Und da ist natürlich so ein Rohrer eine gute Wahl für mich. Ja, als nächstes kommt da auch ein Neckknife mit, das mache ich dann natürlich gleich um den Hals, das Teil. Natürlich mein WM1. Ist einfach auch so ein Messer, was einfach taugt. Pflegeleicht das Teil, aber super geiles, taugliches Teil. Klasse Backup-Messer eben. So eine Situation, ja, kann man auch nicht genügend Messer dann dabei haben. Man kann auch natürlich dann leicht eines verlieren, oder es wird einem Messer gestohlen, was in manchen solche Extremsituationen ja auch der Fall sein wird, dass geklaut wird. Natürlich, und da sollte man schon auch etwas an Backup-Messern dabei haben. Natürlich darf auch da nicht mein Feldkniff F1 fehlen. Habe ich schon oft erwähnt. Für mich das beste feststehende Messer. Ja. Ja, mit dem, es ist einfach nicht zu groß, nicht zu klein, aber einfach in allen Bereichen vereint das F1 einfach, ja, das hat einfach den besten Kompromiss in allen Richtungen. Sei es Größe, Klingengeometrie, Anschliff, balliger Anschliff, sehr universal. Aber kann man nur richtig klasse als EDC am Gürtel tragen. Ja, wenn es dann zu so einer Ausnahmesituation kommt, kommt das Teil natürlich sofort an den Gürtel. Man kann mit dem Teil eben rennen, man kann mit dem Teil klettern. Das spürt man kaum. Also man vergisst es schnell, wenn man es am Gürtel hat. Ja, es ist noch nicht so schwer eben, wie gesagt, aber trotzdem ein super taugliches, feststehendes Messer. Sehr robust natürlich. Das Licht ist besser, wenn ich den Plastikbeutel hier wegmache. Also, als nächstes, okay, schmeiße ich einfach mal alle hier neben mir auf den Tisch. Machen wir gleich weiter. Ja, da mache ich jetzt einfach gleich alle Victorinox. Jetzt muss mal der Bumerang. Etwas zurücktreten hier. Der Bumerang habe ich übrigens auf einem Flohmarkt gesehen, der musste dann sofort mit. Gefällt mir unheimlich, das Teil, der Bumerang hier, aus Australien ist der. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Natürlich, ja, nimmt man dann Victorinox mit. Ja, Victorinox, diese Teile kann man sich einfach verlassen, die sind so klasse verarbeitet, da gibt es nie etwas, da wird nie etwas kaputt, wenn man sie ja artgerecht verwendet. Diese Teile sind einfach nur verlässliche Begleiter. In so einer Situation, da muss man sich einfach auf seine Werkzeuge verlassen können, da will man sich auf seine Werkzeuge verlassen können. Dazu zählt natürlich auch Victorinox, ganz klar. Soldatenmesser kommt dann auch mit, klasse Werkzeug, auch tauglich als EDC-Messer, sollte irgendetwas verloren gehen oder gestohlen werden,
Wie gesagt, habe ich noch genügend Backup dabei, was für mich bei einem EDC-Messer in unseren Bereichen hier, ich wohne in Österreich, da haben wir natürlich den 42A nicht. Es ist sehr praktisch, wenn man das Teil ja in einer Hand öffnen kann. Ist auch verriegelt. Ja, mit dem Soldatenmesser kann man sonst noch sehr viel anfangen. Multifunktional einsetzbar das Teil einfach. Sehr handlich. Auch ein angenehmes, leichtes EDC Victorinox will ich dann auch dabei haben. Ja, dass man eben immer seine, je nach Situation, seine Messer auch anpassen kann. Und dazu zählt auch das Victorinox Kompakt eben, wenn man leicht unterwegs sein will. Also ein Victorinox will man einfach natürlich immer dabei haben. Victorinox Kompakt, ja, kennst du ziemlich jeder Zuseher, denke ich. Will ich nicht extra vorstellen, eben sehr wichtig ist, dass sie eine Schere dabei hat. Man kann seine Nägel auch etwas pflegen, was auch wichtig ist. Damit man, ja, ist irgendwo ein eingerissener Nagel, sollte man sofort versorgen wieder, denn da wird das nicht schlimmer, ist das gleich behoben. Swiss Champ kommt dann auch mit, ja, das habe ich schon öfters erwähnt, ist ein klasse Teil, wenn man speziell auf Reisen ist und in diesem Fall dann geht man dann vielleicht auch auf Reisen, aber nicht in den Urlaub, sondern das ist dann eine extreme Situation, ja, aber irgendwo ähnlich wie dann auf Reisen, dann kommt man vielleicht nicht mehr so schnell nach Hause zurück und das Swiss Champ, ein praktisches Tool ist für mich die Feile, aber wirklich, ist wirklich eine Eisensäge auch, habe ich schon mal ausprobiert. Könnte man wirklich Eisen, ja, bearbeiten, sollte es dann mal nötig sein. Ja, Swiss Champ, wenn ihr das wissen wollt, das kennen wollt, das Teil kennenlernen wollt, schaut euch Videos an. Ich habe das Teil natürlich auch schon vorgestellt. Das muss dann auch mit. Ich würde auch separat natürlich noch Werkzeug mitnehmen. Nicht zu viel, aber ich nehme dann eine starke Zange mit, eine starke Spitzzange habe ich jetzt noch nicht. Die besorge ich mir noch. Kommt dann zusammen mit den Messern in einen Sack. Wie gesagt, eine starke Zange nehme ich separat noch mit, deshalb auch hier kein Multitool. Denn meine Tools habe ich sonst in meinen anderen Werkzeugen hier Victorinox verbaut. Und Multitool separat, ja, wäre für mich nicht so wichtig, wie gesagt, denn meine Zange will ich dann noch separat haben. Ja. In die Comrade, das würde auch mitkommen. Denn das Teil, ja, was da so praktisch ist, es ist voll sozialverträglich und vielleicht landet man in einem anderen Land, ja, wo noch kein Ausnahmezustand herrscht. Da herrschen aber andere Gesetze, andere Waffenmessergesetze und da kann es leicht sein, dass man nur mit so einem Slipjoint unterwegs sein darf, was auch immer, aber das Teil sieht einfach nicht gefährlich aus, alleine schon, wenn man es zweihändig öffnet, das weckt wenig Aufsehen, das ist in so einer Situation dann vielleicht noch wichtiger, wo die Leute empfindlicher reagieren. Ja, und das männliche Comrade ist auch ein sehr stabiles Messer, was in so einer Situation für mich dann auch wichtig ist, eben das Lemini Comrade, das ist für mich wirklich ein richtig klasse Taschenmesser. Es ist stabil, super, schneidfreudig, sehr, sehr tauglich das Teil, weckt kein Aufsehen. Das sind alles so Gründe, warum ich auch, ja, recht spontan das Lemini Comrade gewählt habe. Jetzt kommt das letzte Messer. Ja, mein neues. Also es ist nicht neu, aber das habe ich neu seit kurzem. Das Weitercom NX2 Lightweight mit dem CPM S110V Stahl. Das wäre dann ab sofort in so einer Situation mein EDC. Das kommt dann sofort in die Tasche, wenn es nicht schon in der Hosentasche ist. In so einer Situation eintritt, denn das ist jetzt natürlich auch mein EDC-Folder. Ja. Aber zu diesem Taschenmesser sage ich dann in einem separaten Video dann mehr. Das
stelle ich separat noch genauer vor. Das will ich jetzt nicht hier schon diesem Video machen. Das würde dann ja den Rahmen diesem Video dann auch sprengen. Es ist ein klasse Folder. Aber warum ich das alles so sehe, das sage ich dann in einem anderen Video dann genauer. Okay, ja Leute, das so sieht's aus. Also wie gesagt, vielleicht macht ihr euch auch darüber mal etwas Gedanken. Wie gesagt, wer meinen Giveaway da mitmachen will, ja, von denen will ich dann auch eben gerne sehen und erfahren, ja, was für Messer ihr da wählen würdet. Sollte so eine Extremsituation eintreten, wird vermutlich irgendwann mal etwas Extremes eintreten. Wann, das weiß vermutlich noch vielleicht niemand, was auch immer, aber wie gesagt, Messer sind dann natürlich umso wichtiger in solchen Situationen. Und für mich wären diese Messer einfach die beste Wahl jetzt. Für mich gerade eben, was ich jetzt zu Hause bei mir habe, mit den Messern, ja, komme ich bestimmt auf jeden Fall dann mal schon sehr weit und habe lange genügend Schneidwerkzeuge. Hey Leute, wie gesagt, Giveaway-Video kommt. Mal sehen, wann ich das mache. Aber auf jeden Fall bald. Und wie gesagt, für mich ist das dieses Thema sehr interessant und ja, mich würde es sehr freuen, wenn sich schon einige zu sehr darüber Gedanken machen, eben welche Messer ihr ja in so einer Extremsituation ja, wählen würdet. Also sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.